ums Eck. Der Koblenz-Podcast mit Alexandra Klöckner, Manolito Röhr und Stefan Marlow. Heute zu Gast bei Rund ums Eck, Thomas Anders. Ich freue mich. Hallo Thomas. Hallo. Ja Thomas, normalerweise stelle ich den Gast irgendwie immer mit seiner Profession vor. Ich glaube, das brauchen wir bei dir nicht zu machen. Ne? Man kann es ja mal probieren. Nee, ich sage eigentlich eher, wir haben im Vorgespräch drüber gesprochen. Man kann ja Bekanntheit tatsächlich auch messen, so von der Reichweite her. Und da liegst du auch ziemlich weit oben, ne? Weit über 80%. Ja. Weil du hast mit 49 eine Biografie geschrieben, macht man ja normalerweise vielleicht so früh auch nicht, aber... Naja, ich sage dir, die Tendenz geht ja ganz weit nach oben. Also mittlerweile werden ja schon Biografien von unseren Mit-20er-Influencern geschrieben. Also da frage ich mich natürlich, was steht da alles drin? Aber für mich war es damals so, ich werde 50, Hälfte meines Lebens und mal gucken, was noch kommt. Naja, war auf jeden Fall genug erlebt. Ne? Also ich wollte das mal so ein kleines bisschen nachzeichnen, weil mir ist beim Lesen aufgefallen, viele Details kannte ich, wusste die manchmal nicht so richtig einzuordnen. Und es liegt auch ein bisschen daran, dass man als Koblenzer, glaube ich, schon ein bisschen genauer hinschaut, wenn über Thomas Anders was in den Medien kommt. Möglich, ja. Logischerweise. Und fand es eigentlich ganz interessant, das nochmal so in einem kleinen Abriss vielleicht durchzugehen. Und dann können wir gerne auch immer nochmal, wenn du sagst, hier an der Stelle ist mir noch wichtig, vielleicht noch was zu ergänzen oder zu Koblenz vielleicht speziellen Bezug herzustellen. Das finde ich alles sehr spannend. Definitiv. Ich meine, in den letzten 9 Jahren ist ja schon wieder viel passiert. Eben, erst also 9 Jahre her, in der Tat. In der Tat, ja. Kommen wir auch zum Schluss bestimmt noch drauf. Du hast, in Mayfeld bist du geboren, ja, also im ganz kleinen Dorf und hast schon ganz früh deine Stimme geschult und jede freie Minute mit dem Singen verbracht oder mit dem Musik hören. Ja, als Dreijähriger habe ich schon gesungen. Also ich habe irgendwas gesungen, was genau weiß ich nicht mehr. Aber meine Eltern haben mir immer erzählt, dass ich definitiv schon sehr stark Musik gemacht habe. Und mit 6 Jahren bin ich dann zum allerersten Mal aufgetreten. Das war im Dorf, also da, wo ich herkomme. Das war bei einer Weihnachtsfeier ganz klein. Und und bin dann einfach meinen Weg gegangen. Der Weg, der war dann zum Beispiel unter anderem auch am Anfang Kinderstar sozusagen im Mosel-Tanzpalast in Gülz. Da komme ich übrigens her, ganz lustig. Da bist du ganz oft aufgetreten, ne? Ja, da bin ich, glaube ich. Also ich kann es jetzt nicht genau auf die genaue Anzahl beziffern, aber so um die 150 Mal bin ich dort aufgetreten. Wie alt warst du da? Es fing an mit 9. 9, okay. 9, 10, 11, ja, so okay. In 3 Jahren. Mhm. Und dann war schon praktisch schon die Bühnenerfahrung komplett da. Natürlich. Ich meine, wenn man 150 Mal auf einer Bühne steht, das macht etwas mit einem. Das ist Erfahrung, die man dann sammelt. Aber du hast geschrieben, du konntest gar nicht genug kriegen davon. Ich fand das immer toll. Ich weiß ja auch nicht. Ist heute noch so? Ich finde das immer noch super. Also heute ist natürlich wieder ganz anders. Ich habe festgestellt, dass so seit, weiß ich nicht, sagen wir mal seit 10, 12, 15 Jahren, dass ich jetzt keine Nervosität mehr in dem Sinne habe. Also ich habe kein Lampenfieber mehr. Egal wie viele Leute da vor der Das ist vollkommen stehen. Egal. Es ist so eine ganz typische Aussage. Es wird immer darauf wird sich bezogen, auf die Masse Mensch. Und es ist vollkommen wurscht, weil unser Gehirn kann nicht unterscheiden, also was ich sehe, ob da nun 4.000 Leute sind oder es sind 10.000. Mhm. Es sind einfach ganz, ganz viele. Mhm. Und sowieso, wenn man ja in der Halle drin ist, man sieht ja eh nur die ersten paar Reihen, der Rest ist ja eh dunkel. Es ist dann eher der Verstand, der versucht, irgendwie einem Angst zu machen. Oh, das sind 10.000 Leute. Mhm. Aber für mich ist doch vollkommen klar, wenn ich vor 4.000 Leute Mist baue, das ist genauso schlimm, als bei euch vor 10.000 Leuten. Also über was soll ich mich da aufregen? Das ist aber, ich glaube, für mich hat das mit Personen überhaupt nichts zu tun, sondern auf der Bühne zu stehen, das ist für mich ein etwas, was ich mag, weil ich dann meinen Beruf so ausüben kann, wie ich ihn mag, nämlich singen. Und singen ist das Größte für mich. Und dann ist es egal, ob es 20 Leute oder ob es 20.000 sind.
trotzdem noch ein kleines Prickeln vor dem Auftritt? Wenn ein Sekt gereicht wird? Okay, also eher nicht. Also wirklich eher nicht. Ich hatte es jetzt so mit Corona, als ich irgendwie, keine Ahnung, ein halbes Jahr nicht aufgetreten bin. Da war vielleicht eine andere Anspannung da, aber ansonsten, es gibt ja immer auch Kollegen, die sagen, ich muss aufgeregt sein, sonst fühle ich das ja, nicht und sowas. Nee, ich fühle das viel mehr, wenn ich nicht aufgeregt bin, weil ich will ja nicht durch mein Aufgeregtsein mich irgendwie verunsichert fühlen. Mhm. Ich glaube, das hängt bei mir damit zusammen, dass ich mich, und das ist jetzt, klingt vielleicht für einige Menschen komisch, dass ich mich sicher auf der Bühne fühle. Wahrscheinlich, ja. Mit 16 hast du dann schon angefangen mit Tommy Orner zu touren sozusagen. Der war ja damals auch Kinderstar, ich kann mich noch erinnern, ne? Tim Thaler und so weiter. Mhm. War ja auch so meine Kindheit. Ich kann dir da direkt eingrätschen. Tommy Orner ist eigentlich schuld daran, dass ich mit Künstlernamen Thomas heiße. Ach, okay. Weil das, wir wissen, nicht wir alle, aber halt eben die bestimmte Generation weiß es, Tim Thaler, der Junge, der sein Lachen verlor, eine wahnsinns erfolgreiche Fernseh... Horst Frank, ne? Genau, mit Horst Frank. Eine Fernsehserie, die im deutschen Fernsehen lief. Und Tommy Orner war eigentlich das Mädchenidol... Ja. Der Zeit damals. Dann kam noch Manni der Libero, das hat es dann nochmal verstärkt. Ja, Tommy Orner war das. Und damals war eben der Name Tommy unheimlich populär. Und als ich mir dann einen Künstlernamen zulegen sollte, hat man gesagt, ob ich mich mit Tommy anders wohlfühle. Und dann sagte ich, ich werde es nie vergessen, ich glaube, es steht sogar auch im Buch, dass ich sagte, am Moment Tommy... Wenn ich mal alt bin, 29 oder so, dann möchte ich nicht mehr Tommy heißen. Und dann haben wir das auf Thomas gemacht. Ja, weise Voraussicht, glaube ich. Das wäre jetzt tatsächlich komisch, wenn du jetzt... Es wäre jetzt, ja. Tommy Gottschalk gibt es auch noch, aber dann hat es eine andere Geschichte. Ja, ja, aber ich kann mich besser mit Thomas identifizieren als mit dem Tommy. Mhm. Und du bist dann von dem Gymnasium in Münster-Maifeld, das geschlossen wurde, bist du nach Koblenz zum Eichendorff-Gymnasium gekommen. Da haben wir uns dann zum ersten Mal gesehen, das wirst du nicht mehr wissen. Du bist aufgetreten sozusagen bei uns im Deutschkurs für eine Interviewübung und hast dich vor die Klasse gestellt und hast gesungen. Und am Anfang dachten wir so, ich bin ja 4 Jahre jünger als du, da kommt der komische Schlagerfuzzi und der will uns jetzt hier was vortrellern. Wie ätzend ist das denn? Und dann habe ich so gemerkt, und es ging mir auch so, du hattest Barry Manilow, glaube ich, aufgelegt auf dem Kassettenrekorder und dazu gesungen. Und da habe ich mir gedacht, mein Jörmann ist gar nicht schlecht. Das war übrigens auch so ein Lieblingssong von mir damals. Ja, so. Und da dachte ich, wow, doch, der kann was. Ja, ja. Ja. Ja, das ist natürlich... Aber das ist schon, sag mal, dass du in der Schule dann auch den Mut hattest vor den Mitschülern oder auch den anderen Schülern. Das kann ja auch ein bisschen unangenehm sein eigentlich, dass man sozusagen schnell als jemand mit Starallüren oder so angesehen wird. Ne? Und dann gab es ja auch noch diesen Bravo-Artikel, wo, glaube ich, drin stand, ich habe noch nie ein Mädchen geküsst. Und das ja, das war ja ganz furchtbar. Der wie hieß damals unser Hausmeister? Ja, der Goofy. Der Goofy war das. Und der hat das wirklich an unser schwarzes Brett gepimpelt. Und das war in der Bravo auf Seite 3. Und ich werde es nie vergessen. Und ich meine, wenn man dann in der Oberstufe, wenn man dann, die Leute, die sich in Koblenz auskennen, man ist nicht durch den Haupteingang, sondern wir sind eben in den Seiteneingang, genau, zwischen Seiten auf den Schulhof direkt gekommen. Und wenn man da als Oberstufler auf den Schulhof kommt und die Unterstufler hauen sich auf die Schenkel, lachen sich kaputt, weil sie halt eben am schwarzen Brett gesehen haben, ich habe noch nie ein Girl geküsst, da hätte ich Goofy, ich glaube, ich habe zu Goofy noch geschrien, ich habe nur Goofy geschrien, das weiß ich noch, und sofort diesen Scheiß vom schwarzen Brett, aber es war zu spät. Aber es ging alles gut, ich bin happy. Du erwähnst im Buch unsere Schülerzeitung von damals, die Schnurps. Das war eine bemerkenswerte Schülerzeitung, weil da waren echt viele kreative Leute am Start. Ja, der Andreas Vetter, der Zeichnungen gemacht hat. Ich weiß gar nicht, weißt du, was aus dem geworden ist? Macht der immer noch in Cartoons und so? Das weiß ich nicht. Auch nicht, ne? Nee. Aber, das war ja mein Jahrgang. Dein bester Freund oder einer deiner besten Freunde ist denn der Guido Kapp geworden. Genau. Der damals schon fotografierte. Der damals schon fotografierte. Und für die Hörer, die ihn nicht kennen, ist mittlerweile der...
wahrscheinlich angesehenste und erfolgreichste Konzertfotograf, weltweit. Seid ihr noch immer in engem Kontakt? Also ich will nicht sagen, wir telefonieren nicht täglich, aber einmal die Woche mal mindestens. Und der ist ja auch Patenonkel von meinem Sohn und so. Okay, wir sind ganz eng in Kontakt. Alles klar. Dann erzählst du ganz spannend dein Buch von deiner ersten Liebe, die Stefanie, eine Laborantin mit eigener Wohnung in Bonn. Und dann hast du dich schon so ein bisschen von zu Hause in dem Moment abgenabelt gehabt, ne? Naja, ich finde, mit 19 kann man sich hier schon mal abnehmen. Da warst du 19 schon? Ach so. Oder war ich 18? Okay. Kann auch 18 werden. Ja, das ist so lange her. Heute ist das nicht so en vogue. Ja? Heute haben wir eher so Hotel Mama, aber zu unserer Zeit... Das hat sich tatsächlich geändert. Ja, ja. Dass das irgendwie... Aber die Eltern sind ja heute auch viel cooler. Die versuchen ja manchmal cooler zu sein als die Kinder. Also meine, muss ich selbstkritisch sagen, meine Tochter, mein Sohn haben oft schon zu mir gesagt, Papa, peinlich. Ja, ja gut, aber das gehört ja zum guten Ton. Also sag mal so, dass das kommt, das kenne ich von meinem Sohn auch. Also bei ihm ist es immer, gut, jetzt bin ich jemand, der in der Öffentlichkeit steht und relativ selbstbewusst durchs Leben geht. Und ich kenne ja auch wahnsinnig viele Leute da kommt schon mal, jetzt erzähl nicht irgendwie hier sowas, eine große Geschichte oder bei ihm ist eigentlich Folgendes, dass er, also bei meinem Sohn, dass die Menschen mich immer ansprechen. Und dadurch komme ich natürlich immer ein Gespräch. Weil und du höflich genug bist. Ja, klar. Okay. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, gehört es nun dazu. Und bei ihm ist es so, dass wir irgendwo sind und dann steht er daneben und ich stelle meistens vor und ich sage mir, wer war das? Auch sei es eine lange Geschichte so und so. Also das ist manchmal schon ein bisschen... Ich kenne das, wenn ich teilweise durch Winningen gehe, wo ich wohne seit über 20 Jahren und auch mich viele kennen und ich viele kenne, dann meine Tochter oder so dabei ist, dann ist das genauso die Situation. Dann bleibt man da stehen. Logisch. Und dann ist das natürlich für den anderen... Gott, langweilig. Ne? Also, ja, es ist langweilig, weil wir diese Gespräche, die diese Personen mit uns führen, ja gar nicht, die haben den Hintergrund ja nicht. Ja, eben, wissen. Also, aber trotzdem, mein Sohn trägt es ja mit Fassung. Nee, aber Abnabelung und also ist ganz schön, fand ich, wie du da diese Geschichte dieser ersten Liebe erzählst. Deswegen, da sind viele sehr authentische, also wirken zumindest authentische Erzählungen im Buch. Ich komme aber gleich nochmal darauf, was vielleicht auch die Motivation gewesen sein kann, das Buch überhaupt zu schreiben und zu dem Zeitpunkt zu schreiben. Aber lass uns mal ein bisschen weitergehen, denn das ist dann schon auch die Zeit, wo du Dieter Bohlen kennengelernt hast in Hamburg. Der hat praktisch deine Stimme auch gut gefunden, ne? Oder wie war das? Ja, das war die Zeit. Ich glaube, ich war 18. Nicht viel weniger, also nicht viel später. Nee, das war nicht viel später. Das kam dadurch, dass ich war ja Künstler bei der damaligen Plattenfirma Hansa, die gab es ja damals noch. Und viele erinnern sich bestimmt noch an Effa David mit Words. Auf jeden Fall. Und die Nachfolgesingle hieß Pick Up the Phone. Und es war in der Zeit damals ganz, ganz hochaktuell, immer die deutsche Originalversion aufzunehmen. Das heißt immer die englischen Hits, das hatten Deutsche dann nachgesungen. Und ich sollte dann im Grunde von Effa David Pick Up the Phone die Nachfolgesingle in deutscher Sprache machen. Der Song hieß auch Was macht das schon? Und jetzt kommen eben so die innenpolitischen Geschichten, dass halt eben der Musikverlag wollte eben dieser Song im Grunde drin lag, also das Musikverlage, die Rechte davon lagen drin. Sie sagten, es darf aber nur jemand aus unserem Musikverlag diesen Song produzieren. Okay. Das war Dieter Bohlen. Und der war arbeitete damals, war angestellt beim Musikverlag. Und so haben wir uns kennengelernt. Genau. Und dann hat er ja für dich zunächst mal Schlager geschrieben, wenige, ne? Aber die waren jetzt nicht so erfolgreich. Nee, die waren nicht erfolgreich. Ne? Dazwischen fand ich auch noch ganz interessant, da bist du auch sehr ehrlich im Buch. Du hast deinen Vater dazu gebracht, dass er dich von deinem Wohnsitz abgemeldet hat in Mörz oder in also von zu Hause, weil du nach Berlin zumindest pro forma ziehen wolltest. Ja. Bist aber noch zur Schule in Koblenz gegangen, um nicht eingezogen werden zu müssen. Genau. Habe ich geschafft. Wäre heute alles nicht mehr möglich. Aber trotzdem sind viele Dinge möglich, wenn man etwas unbedingt will. Jetzt kommen wir hier schon fast in die Tiefenpsychologie. Aber wenn man sich wirklich etwas will und
all seine Kraft reinsteckt, dann hat man auf jeden Fall eine Chance, dass sich das auch im Grunde erfüllt, wie auch immer, nicht alles. Also ich kann mir jetzt nicht irgendwie einen Lottogewinn wünschen, das geht nicht. Aber solche Sachen, wie ich es nun da gemacht habe, dass ich sagte, ich werde nicht zur Bundeswehr gehen, egal was auch in meinem Leben passiert. Nur, du hättest ja verweigern können. Ja, aber habe ich gar nicht dran gedacht. Okay. Stimmt, die Möglichkeit hätte es. Na gut, jetzt sag mal so, nach Berlin tatsächlich zu ziehen, war ja möglich, dann ja musste legitim. Man ja nicht gehen. Das war legitim. Das war absolut legitim. Zu tun, als ob, war nicht ganz so legitim. Nö, aber es ist ja keinem aufgefallen. Okay. Ich meine, hättest es ja nicht reinschreiben müssen. Also von daher. Es wundert mich bis heute, dass das funktioniert hat, aber gut. Ja. Nee, es ist einfach nur ehrlich und ich finde es bemerkenswert, dass du das einfach da reinschreibst, sonst wird es wahrscheinlich heute niemand mehr interessieren. Ja, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich die Bundeswehr nicht gut. Also ich finde. Nee, das habe ich auch so nicht aufgefasst. Gut. Und das, was sie machen, brauchen die viel mehr Wertschätzung, gerade in der heutigen Zeit. Aber mal grundsätzlich ist es so, dass ich mich, weil ich in meinem Karrieredenken war, dass das überhaupt nicht da reingepasst hat. Weil ich glaube, man kann es ein bisschen verstehen, dass ich nach dem Abitur und ich habe meinen Plattenvertrag gehabt und es gab dann mehrere Veröffentlichungen, die kamen und wir wissen, damals war Bundeswehr 18 Monate. Oder ich war 15, aber ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist. Das war ja 4 Jahre vorher. Das wurde immer weniger, bis wir jetzt halt gar nicht mehr müssen. Ja. Das war so, dass ich sagte, einen Moment, weil es fing an, so dieser Samen fing gerade an, so zu treiben und man hat sowas gesehen. Der Karriere. Mhm. Und da war irgendetwas, wo ich sagte, wenn ich jetzt wieder 1,5 Jahre einfach weg bin und ich kann wieder von vorn anfangen, hat mich jetzt abgestrampelt, seit ich irgendwie 6 Jahre alt bin, um da hinzukommen. Und dann habe ich einfach diese Möglichkeit genutzt. Ja, da wärst du wirklich weg gewesen, weil die Bundeswehr ließ definitiv keine Zeit, um da nebenbei sowas zu machen. Auf gar keinen Schaum. Definitiv nicht. So. Du hast dich aber eingeschrieben in Mainz für ein Magisterstudium Germanistik, Publizistik und Musikwissenschaften, weil du deine Eltern das genau wollten, ne? Ja, du wolltest eigentlich gar nicht, ne? Nein, ich wollte immer Musik machen. Aber ich dachte, okay, wenn ich halt eben Musikwissenschaft und Germanistik, da kann man immer irgendetwas finden, was ich mit Musik verbinden kann, wenn es mit der Karriere nicht funktioniert hätte. Also diese Gedanken hatte ich schon. Also ich war jetzt nicht so blauäugig, dass ich mir sagte, da geht irgendwann Platz der Knoten, sondern... Wobei schon während des Studiums hast du ja kein schlechtes Auskommen über die Musik gehabt, ne? Nee, das nicht, aber das heißt ja nichts. Man kann ja gut verdienen zu dem Karrierestand von damals. Das heißt ja nicht, dass man dann in 10 Jahren später immer noch eben gut verdient. Trotzdem hast du gesagt, nee, Studium ist es nicht und mit deinen Eltern sozusagen einen Deal gemacht. Mhm. Und der lautete? Der lautete, dass ich halt eben das Studium unterbreche und erst dann wieder weiter studiere, wenn ich es bis 25 nicht geschafft habe, Fuß zu fassen in der Branche. Mhm. Und ich war damals 29. Wahrscheinlich 20, ne? So, So, und dann habe ich mir, diese 5 Jahre nehme ich mir jetzt einfach. Die Zeit, die möchte ich für mich haben, weil ich habe es ganz klar erklärt. Ich hatte immer Schule und nebenbei Musik. Und jetzt hatte ich Studium und nebenbei Musik. Und ich sagte, wie soll ich überhaupt in meinem Leben herausfinden können, ob ich gut genug bin, wenn halt eben das, was ich vom Herzen liebe, nämlich die Musik, immer nur nebenbei machen muss. Ich will jetzt mal 100% Energie in das reinsetzen. Naja, und 2 Jahre später waren wir dann Talking da. So. Ja, erstaunlich, ne? 2 Jahre später. Da waren wir eben bei dem Punkt, die Schlager haben es dann nicht gebracht. Dann kam Dieter Bohlen mit Your Heart, Your Soul, glaube ich, ersten Song, ne? Den du auch toll fandst und direkt gesagt hast, der ist, also schreibst du ein Buch zumindest. Es stimmt, was im Buch drin steht. Ja. Nee, weil du jetzt so die Stirn gerunzelt hast. Nein, weil ich mir, pass auf, wenn du es mir erzählst, gehen bei mir ja ganz viele Geschichten wieder durch den Kopf. Okay. Ne? Das ist ja, wie das damals hinkam, weil ich, das ist ja nur insoweit entstanden, weil ich zu Dieter Bohlen sagte, okay, mit dem Deutschen klappt es ja nicht, ich würde aber gerne Englisch singen, weil im Grunde über die amerikanische Schiene mit Barry Manilow und der amerikanischen Musik habe ich ja Englisch gesungen, also ich fühlte mich ja wohl in der englischen Sprache und sagte dann zu ihm, ich möchte gerne Englisch singen und dann hat er gesagt, ja, sing irgendmal was, sing's mir mal vor. Und dann sagt er, ja, das ist vollkommen okay,
aber wir versuchen dich als deutschen Künstler zu etablieren und aufzubauen und jetzt in Englisch zu machen, fangen wir wieder von vorn an und müssen ein neues Zielpublikum erarbeiten. Also es gibt ja immer Argumente in diese Richtung und in diese Richtung. Und er kam aber irgendwann aus dem Urlaub und hatte den Song geschrieben, You're My Heart, You're My Soul. Mhm. Also ist ihm das irgendwie nicht ganz aus dem Kopf gegangen. Mhm. Ja, und der Rest ist Musikgeschichte. Der Rest ist Musikgeschichte, ja. Und dann ist es so, dass der Song anfangs jetzt schon ganz ordentlich verkauft, aber irgendwann hat es dann Peng gemacht. Ne? Dann ging es dann durch die Decke. Interessanterweise, was ich nicht wusste, die Besetzung von Dieter Bohlen mit dir als Duo kam ja zustande, weil der Verlag sagte, wir warten erstmal, ob das überhaupt ein Erfolg wird und geben da kein Geld aus, um jetzt irgendwelche Castings zu machen oder sowas. Ne? Genau so. Also es war vorgesehen, dass man irgendjemanden neben mich stellt, aber es war nie Dieter Bohlen vorgesehen, dass er neben mir steht. Und das war. Das hat er selber auch, glaube ich, nie gedacht. Nee, das wollte er auch eigentlich nie machen. Okay. Also, da hat sich schon einiges gedreht. Aber es war dann einfach nur so, dass halt eben wir überrascht wurden, dass wir so in die Charts eingestiegen sind. Mhm. Und dann, damals gab es halt eben Formel 1, kennen wir ja noch, in den dritten Programmen. Ja. Und das war einfach so, dass nun wir einfach Fernsehen machen mussten und ich hatte keine zweite Person. Also hat die Plattenfirma gesagt, hier, Muli, stell dich mal jetzt daneben und wir gucken, wo die Reise hingeht. Mhm. Dass das natürlich daraus wird, das konnte niemand wissen. Wir müssen jetzt ein kleines bisschen nochmal zurückgehen. Du hast in Koblenz, in einer Diskothek in Madison oder bei Koblenz im Montabaur, hast du die Nora kennengelernt und ihr habt euch dann auch recht bald habt ihr geheiratet. Wir haben dann, genau, recht bald geheiratet. Mhm. Und der Erfolg kam also kurz drauf und Der Erfolg, ich meine, die Nummer 1 wurde dann, glaube ich, 2 Monate später, war ich Nummer 1 bei dem Martin Massoul. Also das ging. Das hat ging ja euer beider Leben ein Stück weit auch auf den Kopf gestellt, logischerweise. Naja, das war ja nicht zu erwarten. Das war natürlich ein komplett anderes Leben. Ne? Also das ist, das, ich meine, man heiratet auf der einen Seite einen aufstrebenden jungen Künstler und ein halbes Jahr später waren wir schon irgendwie in 30 Ländern Nummer 1. Also das ist schon ein Unterschied. Ne? Das ist, ich versuche es euch anders zu erklären, das ist jemand, keine Ahnung, wenn ein Künstler, halt eben ein bildender Künstler, ein Maler oder sowas, plötzlich Bilder malt und der heiratet und er wird plötzlich halt eben durch irgendeine Auktion, sein Bild hat eben Millionen wert und das Leben verändert sich einfach. Obwohl er eigentlich derselbe Mensch bleibt, aber der Erfolg, gut, jetzt ist natürlich, wenn du das Beispiel des Malers nimmst, der steht ja nicht unmittelbar so stark in Kontakt auch mit seinen sozusagen Fans. Ja, oder in der Öffentlichkeit, das ist einfach der große Unterschied. Ne? Ja, ist noch nicht mal nur das Finanzielle, es ist auch definitiv, dass halt eben der Öffentlichkeit leben müssen. Durch die Popularität kam es einfach und so. Ne? Nee, du hast auch dann die geschrieben, Leben im Schnelldurchlauf. Ne? Morgens Oslo, mittags Amsterdam, abends Paris. Wenig Schlaf, neues Album, auch wieder ein Wahnsinnserfolg, sozusagen ein Sechser im Lotto nacheinander. Ja? Und das macht aber dann irgendwann, erschöpft einen dann auch psychisch wie auch physisch. Ne? Absolut. Das ist ja etwas, was man gar nicht so nachvollziehen kann. Dass die Menschen sehen uns ja im Fernsehen. Mhm. Sie sehen uns immer in einer Situation, die top ist. Also man sollte eigentlich top gestylt sein, man ist top ausgeleuchtet. Man hat, man arbeitet im Grunde für diese 3 Minuten im Fernsehen. Aber man arbeitet ja viel, viel, viel mehr, damit diese 3 Minuten so aussehen. Und wenn man das, was wir wirklich des Öfteren hatten, dreimal am Tag hat, in 3 verschiedenen Ländern in Europa, und es muss ja angereist werden, es muss ja alles, egal ob das Privatjet ist, durch die Luft muss auch geflogen werden. Halt eben. Und wenn ich von Oslo nach Amsterdam fliege, dauert das auch mit einem Privatjet am Ende knapp 1,5 Stunden. Ich habe auch mal einen Job gehabt, wo ich mal kurzzeitig viel geflogen bin. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr muss, um Gottes Willen. Ja gut, das ist bei mir immer noch. Ja, ja. Aber, jetzt nicht aus ökologischen Gründen, sondern weil es einfach anstrengend ist. Ja, es ist anstrengend. So, ja. Es ist definitiv anstrengend und nicht nur das. Also wir sind ja nicht da ausgestiegen und hatten dann Freizeit. Nein, da waren ja die Pressefotografen. Also es ist so, dass zum Beispiel der Bravo-Fotograf, der uns damals begleitete, auf über ein Jahr auf jeder Auslandsreise
Wahnsinn. War ein Fotograf dabei. Und ja. Ich weiß noch Geschichten, dass wir in Paris waren und wir mussten dann zum Flughafen und es wurde extra morgens um, keine Ahnung, um 5 musste aufgestanden werden, damit wir halt eben noch auf die Champs-Élysées, damit wir uns mitten auf die Champs-Élysées stellen konnten. Bei gutem Licht? Ja, war Sommer und es war natürlich schon hell, aber es war nicht so viel Verkehr morgens um 5:30, dass wir dort standen und dann halt eben auf dem Weg zum Flughafen. Und das zehrt. Ja, du beschreibst da einen Moment, wo du sagst, du bist wieder zu Hause in Koblenz, aber du bist hast gar keine Lust mehr rauszugehen, Rollläden sind unten, lässt dir irgendwie Eis bringen, weil einfach... Ja, ein bisschen ausgebrannt bist dann an der Stelle. Ja, es wurde ja dann hier auch in der Stadt, wurde ja nun erzählt, dass ich halt eben mir mein Eis mit der Taxe kommen lasse. Mm. Ja, stimmt, weil wenn ich in Eisdiele, Eisdiele zu. Weil es ging einfach nichts mehr. Und man hat einfach nur so seine Momente, wo man sagt, ich möchte jetzt einfach nur im T-Shirt und keine Ahnung, in der Shorts zu Hause auf der Couch liegen, hab aber jetzt Lust auf ein Eis. Mm. Und dann kommt plötzlich so diese, da kommt wirklich, da gehen so Gedanken durch den Kopf, am Moment gerade, du bist momentan der erfolgreichsten Künstler Deutschlands. Du bist in so und so vielen Ländern Nummer 1. Du gibst so und so viele Fernsehshows. Und es wird plötzlich schwierig, ein Spaghetti-Eis zu kriegen? Das ist doch total krank. Also das ist doch total, ich meine... Ja, aber die Schattenseite des Erfolges, die bist ja ein intelligenter Mensch, die war dir ja wahrscheinlich am Anfang schon auch bewusst ein Stück weit. Am Anfang, das ist doch alles Pillepalle. Das kann niemandem bewusst sein. Echt? Nein, okay. Nein. Sag doch jemand, der permanent Lotto spielt und der gewinnt 90 Millionen im Euro-Jackpot. Denn zu dem sagst du nicht, naja, du hast ja schon jahrelang Lotto gespielt, von Anfang ist dir doch bewusst, wenn du halt eben mal die Million... Nein, es ist dir nicht bewusst. Das ist natürlich jetzt ein Punkt, alles klar. Es ist nicht bewusst, weil du es nicht weißt. Du weißt nicht, wie es hinter den Kulissen ist. Mhm. Ja, okay, aber du hast es dann leider auch natürlich sehr schnell erfahren. Und witziger Moment fand ich im Buch beschrieben, der erste Scheck, der kommt mit den Tantiemen. Und der fällt gar nicht so hoch aus, wie du eigentlich dachtest, weil die Verträge in der Stelle ja noch eher für dich nicht nützlich waren, sozusagen. Ja, da gibt es ganz verschiedene... Aber es ist ja häufig so, ne, dass junge, aufstrebende Künstler erstmal Verträge unterschreiben. Ich meine, heute ist es wahrscheinlich etwas anders, aber damals war das ja... Naja, sagen wir mal so, es ist nicht alles falsch, was wir in der Branche machen. Es ist so, dass halt eben viele Firmen hingehen und sagen, okay, wir machen jetzt diesen Vertrag, sind aber auch verpflichtet, sehr viel Invest reinzustecken. Ja, so, dadurch ist natürlich der Prozentsatz ist natürlich geringer als vielleicht ein normaler Prozentsatz eines gut verkaufenden Künstlers. Das finde ich noch nicht mal so verkehrt. Was nur dann falsch läuft, ist, dass die Plattenfirmen es komischerweise immer vergessen anzupassen, wenn der Künstler erfolgreich wird. Und dann muss sich der Künstler selbst drum kümmern. Und das ist mir insoweit nur aufgefallen, weil ich meine, ein bisschen rechnen kann ich dann auch, dass ich halt eben sagte, eigentlich hätte da mehr drauf sein müssen. Und dann kam halt eben die... Dann hat Jack White dich vermittelt an genau, dann hat Dr. Meyer-Bölden, ne? An Dr. Meyer-Bölden, der leider schon verstorben ist. Und das war dann Dr. Meyer-Bölden, das war eigentlich ganz hochinteressant. Mit ihm und der hat sich dann um die neuen Verträge gekümmert. Ist ja manchmal im Leben so, was ich bei mir zumindest war das so, da gibt es so Schlüsselstellen, ne, dass man an den richtigen Gerät dann das macht dann doch am Ende eine Menge aus, ne? Ja, das, klar, es macht immer was aus. Ich hatte aber eben noch ein langes Telefonat, da ging es auch darum, halt eben, dass man sagt immer, man hat Glück gehabt oder sowas. Ich sage, natürlich gibt es glückliche Momente, aber man muss als Mensch auch so ein bisschen erkennen, ich muss da jetzt zugreifen. Ja? Ich darf da nicht zu zaghaft sein, sondern da muss man sehr auf sein Bauchgefühl hören und auf die innere Stimme. Und ich glaube auch, dass man in so ein kleines bisschen dem Glück helfen kann. Also wenn ich ja in meinem Leben... Ich würde auch sagen, ein bisschen mehr als ein kleines bisschen. Also ich denke, Erfolg hat
sicherlich auch ein bisschen wirklich damit zu tun, dass man beharrlich ist, ja, und wie du schon sagst, in der richtigen Stelle dann auch das Gefühl hat, hierzu muss jetzt zugreifen. Da muss man zugreifen und dann darf man nicht zu zaghaft sein. Hm. Und man muss auch den Mut haben, im Grunde einen Fehler zu machen. Weil das ist ganz wichtig, weil wir können kein Leben ohne Fehler gehen. Niemand hat die Straße des Lebens ohne Fehler. Wir müssen Fehler machen, wir müssen lernen, ein Fehler zu machen ist nichts Schlimmes. Es gibt immer ein Korrektiv, man kann immer in eine andere Richtung gehen oder, was ich auch schon öfter erlebt habe, durch diesen Fehler hatte ich plötzlich eine Richtung, die mir am Ende weitergeholfen hat, wo ich nie hingekommen wäre, hätte ich einen Fehler nicht gemacht. Das ist so die Zeit, wo sozusagen die erste Trennung von Dieter Bohlen dann von Dieter Bohlen selber eigentlich vollzogen wird. Ne? Er hat Blue System gegründet, dann wusstest du nichts davon, glaube ich. Es werden immer Trennungen von Dieter Bohlen. Ich denke, wir kommen gleich noch zu dem Thema, weil es ist ja auch eine starke Motivation deines Buches. Ihr wart dann in New York City, Nora und du, in der Stadt, die du sehr gerne magst, offensichtlich, laut der Beschreibung. Und du musst dann sozusagen von zu Hause erfahren, dass Dieter Bohlen das Ende von Modern Talking über die Bildzeitung verkündet hat. Genau, wir waren auf dem Weg weiter nach Los Angeles. Genau. Ja, das ist ja schon mal eine erste Zäsur im Leben und dann kommt praktisch die Los Angeles-Phase, die du auch als bisschen flippige Phase beschreibst. Ihr habt viele spannende Leute kennengelernt. Du hast dich erstmal aus der Musik ein bisschen zurückgezogen. Ja, das war im Grunde am Anfang war eine tolle Zeit. Also man war Los Angeles. Ich meine, man muss das natürlich auch mit dem Blickwinkel sehen. Das ist jetzt 30 Jahre her. Da war Los Angeles noch viel faszinierender, als es heute ist. Also, weil man auch viel schneller heute hinkommt. Also, ich hatte damals auch einen Flieger gehabt, aber die Welt ist ja durch unsere digitale Welt viel kleiner geworden. Ist richtig, ja. Und das war einfach eine tolle Zeit. Für mich war es sehr angenehm, in einer Stadt zu leben, wo ich rausgehen konnte und keiner kannte mich. Mhm. Und das war einfach super. Naja, und dann habe ich das auch genossen, habe aber dann doch schnell gemerkt, ohne Deutschland geht es irgendwie nicht. Oder ohne Europa. Ja, oder ohne Auftritte, die waren ja dann zum Beispiel auch in Südafrika, ne? Ja gut, ich habe ja dann getourt. Also durch die Welt, Auftritte habe ich ja gemacht. Aber ich brauchte irgendwie plötzlich so meine Struktur. Und ich brauchte so, wo viele die Nase rümpfen, diese deutsche Gründlichkeit. Ich brauchte irgendwie plötzlich die Jahreszeiten. Also ich habe im Buch auch beschrieben, das erzähle ich auch öfter in Interviews, das klingt jetzt vielleicht total trivial, aber mich hat es irgendwie total angenervt. Ich weiß noch, bei uns im Badezimmer gab es ein Fenster und jeden Morgen, wenn ich mir die Zähne am Putzen war, guckte ich aus diesem Fenster und ich guckte jeden Tag auf strahlend blauen Himmel mit drei Palmen. Und irgendwann so nach 4-5 Monaten war es immer der gleiche blaue Himmel mit den gleichen Palmen. Und irgendwann bekam ich fast einen Koller, wo ich sagte, ich brauche jetzt verdammt nochmal Schnee. Oder ich brauche jetzt einfach mal Regen. Ich muss einfach mal hier raus. Das macht mich ja total kirre. Und da habe ich gemerkt, dass mir das hier in Deutschland, dass mir die Jahreszeiten fehlen. Dass es total super ist, wirklich mal einen dicken Pullover anziehen zu können und eine dicke Jacke und nicht immer, welches T-Shirt nehme ich denn heute? Und es ist ja eh wieder warm. Geht mir, wenn der Herbst beginnt, auch so. Wenn der November dann kommt, dann wünsche ich mir dann wieder den Sommer zurück. Ja, natürlich. So ein, zwei Wochen ist das gut. Natürlich. Aber also da, das haben wir noch nicht so richtig hingekriegt. Also wegen mir könnt ihr ja irgendwie so der Sommer so im Verhältnis 9 Monate Sommer und der Rest ist Herbst, Winter und Frühling. Ja, okay. Das würde ich unterschreiben. Mhm. Aber haben wir nicht. Dann kommt kurz nach der Wende der Erfolg in Russland, ne? Also wo du mit ganz vielen Konzerten in Russland tourst, vielleicht auch, weiß ich nicht, das Näschen hast für den Markt, um den für dich so zu erschließen, weil du hast ja da dir eine enorme Popularität aufgebaut, wo du ja zum Teil heute noch, glaube ich, von zehrst, ne? Ja, Russland ist ein Riesenmarkt. Momentan ist es nicht möglich, weil wir es nicht bereisen dürfen, aufgrund von Corona. Aber trotzdem, es gibt viele Russen, die hier in Europa sind.
Ja, Osteuropa. Gut, du warst nicht der einzige Künstler, der sozusagen dort Erfolge feierte, aber ich glaube, so früh da präsent zu sein, hat schon geholfen, oder? Also ich kann sagen, von der Popularität sind es eigentlich die Scorpions und Modern Talking. Das sind die Legenden in Russland. Und ich habe damals nach der Wende bin ich halt eben nach Russland gegangen. Alleine, ne? Damals war der noch nicht wieder zusammen, das dauert ja, das war viel später. Und das war aber noch eine andere Zeit, also das war noch sehr im Aufbau mit Russland. Und die ganz, ganz große erfolgreiche Zeit für mich fing dann nach dem zweiten Mal Modern Talking. Mhm. Also das war dann ab 2003. Aber ich habe noch in Russland sehr in der Ursprünglichkeit kennengelernt, also so wie es heute noch nicht mehr ist. Aber trotzdem war es, glaube ich, für dich in der Zeit, so beschreibst du es, glaube ich, im Buch, eine schwerere Zeit, weil du in Deutschland nicht mehr so richtig Fuß fassen konntest. Du warst fast schon stigmatisiert mit Modern Talking. Mhm. Man wollte dich bewusst auch nicht mehr spielen, auch wenn die Titel gefallen haben sozusagen. Gibt es ein Beispiel, wo du sagst, SWR 3, dem Redakteur gefiel der Titel und als er merkte, das von Thomas Anders, hat er gesagt, findet bei uns nicht statt. Ja, genau. Das war damals so in den 90ern. Ja. Und, ganz schön arrogant. Von dem Redakteur, oder? Naja, so sind sie manchmal. Das ist dann die kleine Macht des Redakteurs. Aber, muss ich auch mal haben. Aber am Ende, ja, es war einfach, Modern Talking war, um es auf den Punkt zu bringen, out. Mhm. Wir hatten, uncool irgendwie. Ja, es war durch unsere extreme Präsenz und durch einen extremen Erfolg, waren wir natürlich überhaupt nicht mehr angesagt, sondern das kam ja erst wieder mit dem zweiten Mal Modern Talking. Und heute ist ja Modern Talking schon wieder insoweit, dass die größten Kritiker ja schon wohlwollende Worte über Modern Talking schreiben. Das hat was mit Nostalgie zu tun. Egal mit was es zu tun hat, aber Die erinnern sich an ihre Kindheit oder an ihre Jugend wahrscheinlich mit den Titeln. Ja, das hat bestimmt auch damit zu tun. Ich glaube auch, dass es damit zusammenhängt, das kennen wir ja nicht nur bei Modern Talking. Es gibt ja viele große Künstler in Deutschland, die ihre Phasen und ihre Erfolgswellen hatten, wo es nach unten ging und plötzlich wieder nach oben. Aber es ist einfach so von den Kritikern, was ich oft so rauslese, egal wie man zur Musik steht, das ist doch meine Meinung, der Erfolg ist einfach da und den kann ich nicht klein schreiben. Ja, also so ein Exportschlager, so wie wir waren mit unserer Musik und auch heute noch sind, und man muss sich vorstellen, das hat man mir jetzt gesagt, ich habe es also nicht selbst beobachtet, in den letzten 10 Jahren wurden halt eben die Songs von Modern Talking 1,8 Milliarden Mal geklickt. Und da muss ja irgendetwas geben. Da gibt's also was. Deshalb, es ist gut, wie es jetzt gekommen ist, aber um nochmal auf die 90er zu kommen, da war wirklich so diese Delle, wo auch sehr viel mit dieser Dance-Musik und sowas war, wo ich auch keinen Platz mehr fand. Mhm. Ja, waren, sag mal, harte Beats und so. Ja, harte Melodie Beats war jetzt nicht mehr so Melodie populär. Melodie war nicht mehr genau und meine Stimme braucht Melodie. Melodie war nicht mehr populär und es war einfach mehr Tanzfläche und tanzen, wie du sagst, auf Beats zu tanzen und nicht an der Melodie zuzuhören. Das war die Zeit, wo du dich auch so ein bisschen optisch verändert hast, um vielleicht dem Klischee nicht mehr so zu entsprechen. Also du hast einen Topf getragen, du hast einen 3-Tage-Bart und du beschreibst in dem Buch, dass dein Vater dich auf der Straße mal in Koblenz nicht erkannt hat. Das war geil. Das fand ich sowas von super geil. Weil ich hatte da echt, weil ich wollte im wahrsten Sinne des Wortes alte Zöpfe abschneiden. Aha. So, und weil es war vorbei, die Modern Talking-Zeit war vorbei und ich bin definitiv niemand, der immer an den Erinnerungen klebt, sondern das Leben ist für mich geradeaus. Also das, was kommt, das ist Leben. Ich kann mich zwar gerne mal zu gewissen Zeiten an etwas erinnern, aber bitte nicht mein zukünftiges Leben danach ausrichten, wie ich mal gelebt habe. Das ist vertane Zeit, das macht man nicht. Und das war für mich einfach damals so der Grund, wo ich sagte, okay, habe ich all zu meinen Freunden gesagt, ich will einfach mal für mich mal alleine sein, mal 14 Tage, mal gar nichts, 10, 14 Tage. Und war dann zu Hause und habe
dann einfach ausprobiert und habe mir einen 3-Tage-Bart wachsen lassen und habe dann einen Zopf gemacht und bin dann wirklich bei mir aus dem Haus gegangen und mein Vater kommt mit dem Bürgersteig und geht er mir vorbei. Ist das nicht krass? Ich fand das so super, dass sowas auch passieren konnte. Und da habe ich gemerkt, wow, das ist jetzt wirklich eine Veränderung. Das ist irgendwie... Da hast du irgendwo was Neues mitgemacht und ich habe mich da wirklich sehr, sehr wohl gefühlt. Ja, du weißt ja, aufgrund deiner damals langen Haare ja auch sofort auffällig. Sie, ja, und wenn das nicht mehr da ist, ja, ne? Klar. So. Also das andere, was dann nochmal kam, das war die Zeit, als ich die Haare komplett habe abschneiden lassen. Okay. Und da hatte ich ja Haare, die waren ja nur noch so. Ehrlich? Ja. Okay. Das war ja ganz kurz. Das war nochmal eine Veränderung. Und, ja, ich habe auch sehr früh die Haare abgeschnitten. Das hat aber andere Gründe. Ich habe aber auch kein Problem damit. Umsonst. Naja, also so Spaß das Geld für den Friseur. Ja, genau. Nee, also hat Vorteile. Koblenz, Brasserie Faustus. Heute ist Pizzeria drin, die Sohle. Mhm. Damals Faustus war so deine Lieblingskneipe oder dein Lieblingsbrasserie. Und da hast du dann mehr oder weniger durch den Zufall auch die Claudia kennengelernt. Da habe ich die Claudia kennengelernt, genau. Also um zum Faustus zu kommen, das war ja damals, kann man sagen, so der angesagteste Laden in Koblenz. Ja. Es war nicht Kneipe, es war nicht... Nee, war so ein bisschen was dazwischen, ne? Ja, das Konzept, damals hier vom Jürgen Bell, einfach, dass man sagt, man hat wie eine französische Anmutung, man kann eigentlich da essen gehen, aber so ab 10 Uhr wird es dann doch irgendwie so eine Kneipe, wo man so eine Zähnekneipe, wo man sich trifft und man hatte immer gute Musik und waren immer coole Bedienungen und es lief immer und das war eigentlich mein Stammlokal. Und das war tatsächlich so, dass halt eben meine Freunde und ich, wir hatten jeden Abend unseren festen Tisch reserviert und wenn wir bis 21 Uhr nicht da waren, durfte der erst vergeben werden. Oh. Und das war echt sehr, sehr lustig und ich habe auch da, weil ich so oft da war, ich habe auch gar nicht mehr die Speisekarte geguckt, sondern ich bin immer sofort reingekommen, hallo, und bin in die Küche und habe dann zum Koch gesagt, was gibt's heute? Ich habe Lust auf das und das. Würde gerne das und das essen. Ja, das hat er tatsächlich nicht, mach was. So, und bekam das. Das war im Grunde wie so eine Kantine fast für mich, nicht? Wo ich dann abseits von jeder Karte bestellen konnte. Aber Claudia gehörte da gar nicht zu den Stammgästen. Die war nur einmal mit einer Mädelsgruppe da, ne? Ja, das hat ihr Leben verändert. Peng. Ja, du beschreibst es für dich ein bisschen wie Liebe auf den ersten Blick. Bei ihr war es, glaube ich, nicht ganz so, oder? Sie wollte es vielleicht nicht so zulassen, ne? Sie war noch in einer Beziehung. Naja, gut, das wusste ich ja nicht zu dem Zeitpunkt, wie es war. Aber es war schon sehr... Weil ich habe sie gesehen und dachte, das ist eine Person, die gefällt mir. Und die möchte ich einfach, man kann jetzt nicht sagen, die Person werde ich mal heiraten, das ist ja blödsinnig, aber einfach mal unterhalten, möchte ich mal näher kennenlernen, das war einfach. Das kann ja auch nicht nur am Aussehen liegen, ne? Weil du hast ja mit Sicherheit jede Menge mal gut aussehende Frauen kennengelernt aufgrund deiner Popularität. Ja, das ist einfach nicht nur das. Da ist einfach eine Chemie, die dann, also das sagte ich eben in einem anderen Zusammenhang, Bauchgefühl. Weil man muss immer darauf achten, wenn gute... Nennen wir es Vibrationen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Dann soll man das im Grunde auch wahrnehmen. Und so haben wir uns dann kennengelernt. Ja, schön. War bei mir und meiner Frau auch so. Ach so, auch im Faustus? Im Eichendorff-Gymnasium. Ehrlich? Mit 17, ja. Mit 15, 16 hatte ich eigentlich bei Frauen keinen Schlag. Ich war so ein bisschen pummelig, ich war unscheinbar, ich war auch klein. Ja, also das teilen wir sozusagen, die Körpergröße sind etwa gleich groß, was für unsere damaligen Verhältnisse noch nicht so krass war wie jetzt, aber auch nicht zu den Größten gehören. Ja, ne? So, meine Frau war auch gleich groß wie ich und dann habe ich am schwarzen Brett, bevor ich dann mich getraut habe, sie dann anzusprechen, habe ich mich mal so vorsichtig, als sie da stand, von hinten angepirscht, ohne dass sie es gemerkt hat, mal geguckt, könnte ich das überhaupt passen von der Größe? Ja? Ach, hast du mal abgecheckt? Ja, natürlich. Ja. Also ich hätte das nicht, wie du damals mit Nora, 10 cm größer, wäre für mich emotional ganz schwierig gewesen. Aha. Wir wissen ja beides, kommt nicht auf die Größe an. Also ja. Von jemand und ich sage immer so ganz mit Witz, manchmal gibt es ja ganz, ganz riesig große Männer von um die 2 Meter oder sowas, sage ich immer. Wenn wir mal schnell durch den Zaun müssen, bin ich 100-mal schneller durch als du. Auch damit, eine schöne so, damit Idee, wir das mal untereinander besprochen haben, mein lieber Freund, Kupferstecher. Weil ich nehme es sehr viel mit Humor. Ja, muss man ja. Und habe da überhaupt für mich keine
Ich habe gar keine Schäden von. Nö, ach, ich auch nicht. Aber am Ende ist es, sag mal so, wenn die Fee gekommen wäre damals und hätte gesagt, Mensch, kannst 15 cm größer, dann hätte ich gesagt, yes. Ja, so. Ja, mein Gott, aber dann wäre was anderes nicht da. Das stimmt. Hätte, wäre, wenn, weißt du. Ja, du hast recht. Aber du hast ja da, du bist ja da echt gechillt in der Hinsicht. Ne? Kurz drauf, also nachdem du dann mit Claudia zusammenkommst, kommt das Angebot der Plattenfirma zu sagen, Comeback von Modern Talking. Ja. Oder so. Und vorher hattest du auch, interessant, mit Guido zusammen eine Catering-Firma aufgebaut, die auch gar nicht unerfolgreich war. Nee, Catering war. Stimmt, das war eine Eventagentur. Eventagentur, Entschuldigung. Ja, Eventagentur. Und das hat ja durchaus auch Spaß gemacht, ne? Also das. Da habe ich gemerkt, dass ich sehr, sehr gerne organisiere. Mhm. Und da wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass ich, und das begleitet mich mein ganzes Leben, dass ich sehr strukturiert bin. Mhm. Weil Events zu organisieren ohne Struktur, das braucht man gar nicht anfangen. Nee, das braucht man gar nicht anfangen. Und ja, die Agentur fing wirklich gerade an, groß zu werden. Und dann kam auch dieses Angebot mit. Dann sagst du, am Anfang hast du noch probiert, das parallel zu machen, hast dann aber gemerkt, nee, das ist nicht sinnvoll. Nee, das geht nicht. Dafür ist es zu zeitaufwendig. Und es geht auch nicht mehr. Ich hatte ja durch die Jahre, wo ich mich zurückgezogen hatte, also in den 90ern, und durch die Typveränderung war natürlich immer, wenn ich zu Kunden kam, die haben mich dann mal angesprochen. Ja, aber es geht ja nicht, dass ich irgendwie samstagsabends im Fernsehen war und Montagmorgen habe ich ein Angebot für einen Kunden rausgeschickt. Und das hat sich irgendwann. Passt irgendwie nicht so ganz. Nee, das passt einfach nicht mehr. Schade, in einer gewissen Weise. Und dann warst du aber unsicher und deine Frau, also Claudia, hat gesagt: Doch, mach das. Und du warst dann ein bisschen skeptisch und sagst, na. Du meinst jetzt nur Modern Talking. Comeback. Modern Talking Comeback, ja. So. Also, du wusstest ja, das kann wieder schwierig werden mit also jetzt. Ja, weil, und da kollidiert natürlich, und man merkt, da kollidierte komplett von jemandem, der nicht in der Branche lebte, sondern der es nur von außen kennt. Claudia in dem Fall, ja. Claudia. Und jemand, der halt eben wusste, was halt eben hinter den Kulissen vor sich geht. Hm. Und als ich gefragt wurde, habe ich mir ja eine Woche Bedenkzeit erbeten, ob ich es überhaupt nochmal machen möchte oder nicht. Und Claudia sagte nur zu mir, warum machst du das nicht? Ist doch eine super Chance und sowas. Und ich habe den Satz zu ihr gesagt, du weißt nicht, auf was wir uns einlassen. Das war jetzt gar nicht so speziell nur auf Dieter Bohlen geprägt, sondern auf die ganzen Umstände. Auf alles. Auf alles. Es war auch natürlich, Dieter Bohlen war ein sehr wichtiger Punkt, was das betraf, also in dieser Aussage. Aber das ist ja drumherum, auch für sie und auch mit Mitreisen und das Ganze auch mittragen. Das ist, ich möchte es überhaupt nicht irgendwie jetzt, möchte kein Mitleid von niemandem oder sowas, denn oh, der arme Anders, der muss ja so viel arbeiten. Nein, aber es ist wirklich in der Tat so, dass es nicht, man kann sich nicht vorstellen, wie viel man arbeiten muss. Aber alles, was passiert und was halt eben gemacht werden muss, um überhaupt so erfolgreich zu werden, das fällt ja nicht irgendwie vom Himmel. Das ist ja nun hier, wir sind nur bei mir im Podcast-Raum, hier bei mir im Büro. Und ich habe halt eben dann zwei Angestellte, die hier sind, die jeden Tag für mich arbeiten. Mhm. Ich habe meine Pressemanagement, ich habe ein Tourmanagement, ich habe ein Fernsehmanagement und für Galas. Also natürlich die Plattenfirma, Produzent und alles, was dazu. Das muss alles gemacht werden. Ideen, die halt eben, die ich habe, die müssen dann kanalisiert werden und gemacht werden. Es muss alles auch strukturiert werden. Und wenn ich nicht im Fernsehen zu sehen bin, dann liege ich nicht irgendwo zu Hause und döse vor mich hin, sondern ich bin jeden Tag im Grunde am Arbeiten. Und das auch oft sonntags. Aber du hast Spaß dabei. Sonst würde ich es nicht machen. Ganz klar habe ich Spaß dabei. Das ist das Tolle natürlich beim selbstständigen Künstler oder überhaupt bei Selbstständigen, dass ich mal sagen kann, okay, morgen ist Donnerstag und morgen mache ich einfach mal gar nichts. Sondern ich gebe mich einfach dem hin, einfach mal nichts zu tun. Nur trotzdem bist du 24 Stunden am Tag mit deinem Beruf zusammen. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich auch bei vielen Selbstständigen, klar, so wie du es beschreibst. Ja. Wenn man so ein Unternehmen hat und
das ist ein Unternehmen bei dir an der Stelle, dann ist man ja praktisch gedanklich immer dabei. Immer dabei, so. Immer dabei. Ja. Der Erfolg war natürlich gigantisch. Ne? Also am Ende sind es dann von dem Comeback-Album 5,7 Millionen verkaufte Tonträger. Mhm. Das ist ja, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Hättest du das gedacht am Anfang? Nein, das hat niemand gedacht. Der damalige Chef von der Plattenfirma, der sagte, na ja, wir hoffen mal, das war damals, dass wir Gold werden, und das Gold war damals 250.000 Alben, dass wir das hinkriegen, dann ist das Thema nicht gefloppt. Aber dann wäre es aber auch noch kein wirtschaftlich riesiger Erfolg gewesen, oder? Dann wäre es auch noch nicht so riesig. Aber einfach relativ viel an Kosten und Aufwand dahinter steht. Ja, gut, es war ein sehr, sehr teures Marketingpaket, was dahinter stand. Nur zu dem Zeitpunkt konnten wir nicht wissen, und das ist heute gar nicht mehr machbar. Wir haben zum Teil 80.000 Alben in der Stunde verkauft. Ja gut, heute wird ja kaum noch verkauft, ne? Aber gestreamt, das sind andere Parameter, die da eine Rolle spielen. Ja, wir haben andere Parameter, ja, das ist absolut richtig. Aber nur trotzdem, wenn man jetzt das im Verhältnis sieht, das war schon enorm, was da passierte. Ja, ja. Also scheinbar war der Zeitpunkt der richtige. Und am Anfang war es ja, glaube ich, auch so, du sagst, am Anfang war auch die Situation mit Dieter Bohlen nicht unangenehm. Es wurde dann mit dem zeitlichen Ablauf unangenehmer. Ja. Ne? Führte dann am Ende zu der zweiten Trennung letzten Endes. Genau. Ne? So. Dann kam Dieter Bohlen mit diesem Buch Hinter den Kulissen, was dich, glaube ich, sehr getroffen hat. Ne? Naja, weil es einfach unverschämt war. Also nur aufgrund von Unwahrheiten einfach etwas aufbauen, um damit Geld zu verdienen. Das fand ich schon ein bisschen unverschämt. Ja. Deine Biografie wird ja teilweise dann in gewisser Weise als böswillig, als Retourkutsche bezeichnet. Eigentlich lese ich es als eine Art Versuch der Richtigstellung. Also eine Retourkutsche ist es auf gar keinen Fall. Und so habe ich das auch nie gesehen. Mhm. Aber du wirst schon sehr deutlich. Auch in der Sprache sehr deutlich. Ja, aber das ist ja nun. Biografien sind ja immer, ist ja immer die Selbstreflexion, die man darauf hat. Und man muss einfach sagen, ich habe das auch bewusst dann so geschrieben, um einfach auch was klarzustellen. Man sagt, so war das, so habe ich es empfunden, das ist meine Ansichtssache, wie es war. Und da habe ich jetzt nicht irgendwelche Fantasiegeschichten mir einfallen lassen, um es halt eben populär zu machen. Und jetzt sind schon wieder 8 oder 9 Jahre vergangen. Und da ist auch schon wieder so, da vorne ist das neue Album mit Florian Silbereisen steht da, beziehungsweise ist schon Gold oder? Platin. Platin in Deutschland, Gold in Österreich. Wie bist du auf die Idee gekommen, plötzlich mit Florian Silbereisen zu produzieren? Naja, ich so direkt bin da gar nicht drauf gekommen. Christian Geller ist ja mein Produzent, oder ist ja sehr, sehr der erfolgreichste Produzent überhaupt in Deutschland. Und ich kenne Christian seit weit über 30 Jahren. Und ich habe ja vor vier Jahren fing ich an, in deutscher Sprache Alben zu veröffentlichen. Mhm. Und weil Christian nicht nur Produzent, sondern auch Songschreiber ist, kam er dann vor 3 Jahren, ja, ist schon 3 Jahre, kam er mit dem Titel Sie sagte doch, sie liebt mich, ein Duett. Und zwar, die meisten von uns kennen ja nun die Fantastischen Vier. Wir kennen ja die Geschichte von Dida. Und das ist das im Grunde, hat eben vom textlichen also nicht in Deutschrap gemacht, sondern das, die Geschichte ist so, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Und wir brauchen einen Duettpartner. Und sind dann einfach im Studio durchgegangen, wen könnten wir da irgendwie fragen von meinen männlichen Kollegen, der das eben mit mir aufnimmt. Und es kam auch Florian dann in den Kopf, und dann sagte ich noch zu Christian, naja, ob der Florian das macht, weiß ich nicht. Wurde angefragt beim Management, nach ein paar Tagen kam die Zusage, machen wir gerne. Und dann ging halt eben, sie sagte doch, sie liebt mich, durch die Decke. Mhm. Dass da mittlerweile über 20 Millionen Klicks aufs Video sind. Und dann sagte er, naja, das lief ja so gut, wir könnten ja vielleicht noch einen zweiten Song machen. Und wir haben dann den zweiten Song gemacht, und der lief auch wieder wie Lotte. Und da haben wir einfach gemerkt, dass das Publikum schlicht und ergreifend uns mag.
Ja gut, ihr habt beide, Florian wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als du, eine starke Fernsehpräsenz. Ja, gut. Ne? Und, ja, aber das heißt ja nur nicht. Das stimmt. Das heißt ja, nur nicht unbedingt, wenn man A und B zusammentut, ergibt das einfach jetzt ein tolles Match. Das ist richtig. Ja? Genau. Mhm. Es ist aber, wenn wir auftreten, die Menschen mögen es und wir beide mögen es auch, weil wir haben einfach tierisch Freude miteinander, wenn wir auf der Bühne stehen. Auch hinter den Kulissen haben wir auch, verstehen wir es auch sehr gut. Naja, und dann kam dann noch die Anfrage, ob wir nicht Lust hätten, ein gemeinsames Album zu machen. Und das ist dann eben, und das Album, das ist mittlerweile in Deutschland 270.000 Mal verkauft. Ist da eine Tour geplant jetzt eigentlich, wenn Corona das wieder zulässt? Wir müssen mal gucken. Das hängt ja sehr viel mit der Zeit zusammen. Ja. Weil Florian ist ja nicht gerade unterbeschäftigt. Ja. Jetzt mit DSDS oder mit dem Traumschiff. Und natürlich, ach, DSDS ist auch dabei. Also ja. Ich gucke die Formate nicht, deswegen war mir das so nicht bewusst. Ja, aber ganz neu. Und dann für ihn ist natürlich, am Ende des Tages muss es alles bearbeitet werden und erarbeitet werden. Ich habe mal einen Podcast mit Kai Pflaume gehört und das war mir gar nicht so bewusst, dass das auch so ein brutaler Arbeiter ist. Der ja, macht ja, Kai ist auch. 300 Sendungen bis zu 300 im Jahr oder so. Ist ja irre. Ja, ja. Gut, es ist bei ihm, er macht ja nun sehr, sehr erfolgreich. Wer weiß denn sowas? Genau. Und wenn man sich vorstellt, davon werden 3 Sendungen am Tag gemacht. Ne? Ja, trotzdem ist er mörder anstrengend, oder? Ja, natürlich ist es anstrengend. Ja. Und der Kerl hat dann noch so eine Selbstdisziplin, damit Liegestütze und er hat Laufzeiten, ich laufe auch gerne. Da denkst du, das gibt's ja gar nicht. Ja, da ist Kai sehr strebsam. Hat vielleicht mit seiner Ostvergangenheit zu tun. Ne? Da kenne ich einige, die da wirklich in der sehr, sehr strebsam in allen Bereichen sind. Ich weiß es nicht, aber der eine so, der andere so, sehr gut, dass wir alle unterschiedlich sind. Ja, ja. Aber Kai ist da wirklich sehr diszipliniert und der war ja auch auf meiner Hochzeit und sowas. Wir kennen uns schon so viele Jahre. Und er ist wirklich derjenige, wenn man irgendwo im Hotel übernachtet, morgens um 5, Kai steht auf und geht joggen. Und egal wo, ob das in Norditalien ist oder ob das in Hamburg um die Alster ist. Kai geht auf jeden Fall da mal joggen. Und also, das Bedürfnis hast du nicht so, oder? Nicht direkt. Ich auch nicht immer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe gerne laufen, aber nicht morgens um 5. Was ich wirklich bei mir zu Hause mache, und das sagen ja viele, können sie gar nicht, ich gehe aufs Laufband. Nee. Ja, siehst du, das ist so, also das ist genau, wenn mache ich das Laufband und dann bin ich bei uns. Was machst du dabei? Hörst du da was? Nein, ich gucke Fernsehen. Ach, du guckst Fernsehen, okay. Also wir haben es bei uns im Saunabereich, haben wir Laufband, der ansteht und dann gucke ich halt eben mein Fernsehen. Das ist meistens morgens halt eben Morgenmagazin oder sowas, die Nachrichten und sowas und dann ist da eine halbe Stunde, 40 Minuten, geht dann schnell vorbei. Aber dieses draußen Laufen, das hat mir irgendwann mal Johannes B. Kerner erklärt, dass irgendwie nach einer gewissen Zeit dann dieser Kick kommt. Also ich habe ja mittlerweile, da würde ich ja 100% überschreiben, dieser Kick läuft vor mir weg. Kriege den nie, diesen Kick. Ich habe ihn bis heute also nie ich glaube gefunden. Nicht, dass du den bei so Zeiten mit 40 Minuten kriegst. Ich hatte den teilweise in meiner Zeit, wo ich Marathon gelaufen bin. Ich habe das auch nur einmal gemacht. Wann kommt denn der Kick? Da bist du aber schon hier oben benebelt. Nee, der weiß ich nicht. Der kommt tatsächlich so mit... Da kriegst du so einen Trainingsplan, du nimmst dir eine bestimmte Zeit vor und wenn du dann in die Nähe kommst, du machst dann doch sehr schnell Fortschritte. Also du läufst vorher deine 10 Kilometer und denkst, ja, da hast du was getan und plötzlich stellst du, Mensch, ich kann auch 25 laufen und fühle mich dann genauso gut. Und ab welchem Kilometer kommt dann der Kick? Der kommt unterschiedlich. Der kommt manchmal bei diesen 25 Kilometern Läufen. Der kann auch mal bei einem schnellen 10 Kilometer Lauf sein. Der Kick kommt irgendwie dann, wenn du denkst, ich habe jetzt hier einen Flow, und ich könnte ewig weiterlaufen. Verstehst du? Nee. Ja, okay. Weil ich, wenn ich am Laufband bin, dann denke ich, okay, nicht, ich könnte jetzt ewig weiterlaufen, sondern ich gucke nur auf die Uhr am Laufband und denke, wann sind die beschissenen 45 Minuten endlich vorbei? Also jetzt sozusagen als persönliches Erleben hat es ein bisschen was mit Gewicht zu tun. Ich habe vor einem halben Jahr oder sagen wir mal, im Herbst auch wieder sehr stetig angefangen zu laufen, wirklich ganz stetig, dreimal die Woche 10 Kilometer. Habe ich vorher immer mal wieder gemacht und mal wieder nicht, also nicht so diese Stetigkeit drin gehabt. Das wirkt bei mir immer sehr gewichtsregulierend, wenn ich das mache und nehme ich dann so ein bisschen beim Essen zurück. Das funktioniert super. Und dann nimmst du sehr schnell 5, 6 Kilo ab und du glaubst ja nicht, was das beim Laufen ausmacht.
Das ist ja wie wenn du 5 Kilo Rucksack ablegst. Ja? Und das und da bin ich wieder in den Punkt reingekommen, wo ich sage, jetzt komme ich so langsam wieder dahin, wo ich meine 10-12 laufe, wo ich mir eine 15 rantraue, wo ich noch mal Berg dazu nehme. Ich habe früher viel Berglauf gemacht und so. Ach, das auch noch Berglauf. Ja, aber das muss man fragen, muss ja Spaß machen. Ne? Also, ja gut, ich sage ja gar nichts mehr. Es macht mir auf jeden Fall Spaß. Aber jeder, wie er mag und jeder, wo er seine Stärken sieht, weißt du? Also das ist ja, ich bin jetzt überhaupt keiner, der gern auf Rudergerät geht, finde ich die Pest. Ja. Rudern, furchtbar. Ja, ja, rudern wäre auch nicht meins. Gut, ich weiß ja nicht, bei Kai wird es ja auch nicht nur Selbstdisziplin sein, sondern da wird es ja wahrscheinlich auch einfach das Bedürfnis sein, das zu tun, oder? Er kann das halt einfach gut und er fühlt sich dabei gut und dann. Naja, ich glaube, das hängt ja damit, das wiederum kann ich nachvollziehen, wenn du es so lange machst. Ja. Also da fehlt so dir dann auch was. Genau, dann sagen ja ganz viele, mir fehlt das einfach, ich brauche das einfach. Ja. Der Körper verlangt danach. Mhm. Über diese Hürde kam ich bis heute noch nicht. Letztendlich, wie gesagt, muss jeder das machen, wozu er Spaß hat. Ich könnte ganz gut Radfahren. Mhm. Also sowas. Machst du das auf Ibiza auch oder ist das nicht so? Das kann man da nicht gut. Ich weiß nicht, ich war noch nie dort. Nein. Die Leute, die das verstehe ich auch nicht. Ich meine, okay, Sport hin und her. Wenn die Menschen das machen, finde ich alles gut und ist ja gut für den Körper, was zu tun. Aber es kann irgendwie nicht gesund sein, irgendwie bei 35 Grad irgendwie mit dem Fahrrad halt eben an der Straße entlangfahren und ich atme diesen ganzen... Die Autos, das ist das Thema. Auf Mallorca denke ich das auch immer. Also Leute... Würde mir keinen Spaß machen. Leute, mal abgesehen von der Gefahr, ne, dieser Autofahrer. Davon ist ja noch schlimmer. Ja. Es ist ja nicht wie bei uns, dass man halt eben permanent Fahrradwege oder sowas hat. Nee. Also es ist für mich auch unerklärlich, aber genau. Ibiza ist auch so ein Ruheort, so ein Kraftort für dich, oder... Ja, Ibiza ist phänomenal. Also ich bin irgendwie 3 Tage auf der Insel und... Sofort irgendwie sieht man erholt aus. Und wann wird es langweilig? Ab wie vielen Tagen oder Wochen? Oder kann man das nicht sagen? Nein, leider in den letzten Jahren wurde es nie langweilig, weil ich einfach zu kurz da war. Mhm. Aber ich kann mich noch daran erinnern, als unser Sohn noch nicht zur Schule ging, da haben wir schon mal mehr oder weniger 3 Monate oder sowas auf der Insel verbracht. Und das war okay. Dann war es auch gut. Mhm. Also so, ja. Also ich würde mal sagen, heute so wie ich mich einschätze und so wie ich mich kenne, also so in der 4. Woche muss man dann aber auch mal wieder, weg. Dann reicht's auch, weil die Insel ja sehr klein ist, dann ist es schon täglich grüßt das Murmeltier. Ne? Also dann war man auch in seinen Lieblingslokalen gefühlt schon 10 Mal und man war an seinem Lieblingsstrand auch schon oft genug und ich habe mir auch mal die Frage gestellt, wer so eine Ferienimmobilie auf Mallorca mag. Mallorca mag ich sehr gerne. Ne? Mhm. Also wäre das was für dich? Ein Freund hat da was gekauft in Palma vor ein paar Jahren. Sind wir auch ab und zu, weil er das vermietet auch so ein bisschen. Und dann dachte ich aber auch immer wieder, mal ja, aber ich will jetzt nicht mehr weg von Koblenz. Das ist jetzt hier so... Oder willst du einen Urlaub machen? Oder? Ja, also nee, man würde ja dann vielleicht sagen, man verbringt dann eine längere Zeit auch dort, ja, ein halbes Jahr oder sowas. Also für einen Urlaub, für einen kurzen Urlaub oder 1-2 Wochen, 3 Wochen gerne, aber viel länger irgendwie nicht, weil da fehlt mir das Umfeld hier irgendwie dann auch wieder, oder? Naja, also sag mal so, leider sind wir ja, oder ich zumindest, maximal 3 Wochen im Jahr auf der Insel. Achso, du schaffst das ja gar nicht mehr. Mehr bin ich ja gar nicht da. Ja. Also deshalb sind es für mich nur diese 3 Wochen. Okay. Das ist ja klar. Ja. Also, aber dafür hätte ich mir dann gar keine Immobilien angeschafft. Das wäre mir dann fast zu lästig, aber du wirst jemanden haben, der sich drum kümmert. Ja, natürlich. Ohne geht das gar nicht. Geht das nicht. Ohne kannst du dich machen. Ja. Wobei, war ja auch eine Entwicklung. Also nochmal, als Alexander nicht zur Schule ging, waren wir schon 3-4 Monate im Jahr dort. Mhm. Das hörte aber auf mit der Schulzeit. Und das hört auch damit auf, dass ich immer mehr Jobs und immer mehr getourt bin. Dass ich sagte, plötzlich fehlte dann die Zeit, um halt eben intensiver dort zu sein. Nur am Ende für mich ist es ja deshalb so befreiend, weil ich die größte Zeit meines Lebens und meines Jahres in Hotels verbringe. Mhm. Und wenn ich ja dann Urlaub mache, habe ich ja nicht Lust, wieder in ein Hotel zu gehen und wieder unter Beobachtung zu stehen. Ja. Deshalb komme ich von einem Zuhause in ein anderes Zuhause, wo ich mich frei bewegen kann, wo ich morgens aufstehen sage, ich springe jetzt
alleine in meinen Pool. Ich muss mit niemandem was teilen. Ich muss nicht auf besetzte Liegen gucken. Ich muss mich in keinem Frühstücksbuffet anstellen, sondern ich gehe an meinen Kühlschrank und wenn ich Hunger habe, mache ich mir was. Ansonsten, natürlich fährt man dann einkaufen. Das ist so alles wunderbar. Und das wie hier in Koblenz auch. So eine Idealvorstellung von mir wäre, dass ich sage, okay, ich kann ein bisschen mehr dort überwintern. Mhm. Das heißt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin ja, ich mag ja November. Aber wie sind denn die klassischen Winter von den Balearen mittlerweile nicht auch teilweise kühl und feucht? Ja, kühl ist es jetzt kein Hochsommer. Man kann ja da jetzt nicht irgendwo... also wären die Kanaren eher für mich so ein Winterziel. Ja, die sind auch im Winter kühler als im Sommer. Also da müssen wir uns auch nicht... Das ist sehr angenehm dort. Ja. Also du hast Ibiza, hast du im Februar immer deine 15 bis 18 Grad. Also das ist, du kannst, das haben wir jetzt schon gemacht, du kannst tatsächlich im Winter in der Mittagszeit am Strand sitzen und was essen. Das ist dann so ein Zeitfenster von 12 bis 3 Uhr und dann wird es wieder kühl. Aber du sitzt dann nicht im T-Shirt, aber du sitzt halt eben Pullover oder mit einem Schal oder sowas, windgeschützt. Das ist super. Wir haben das schon im Februar bei uns an der Poolebene, lagen wir schon halt eben in der Sonne und sowas. Alles kein Thema. Das wäre so etwas, wo man sagt, okay, ich verkürze den Winter, weil ich eben sagen wollte, dass der November, ich mag den November, ich mag den Dezember, die Weihnachtszeit, aber dann wird es so von Mitte Januar, zäh dann, ne? Dann wird es zäh, bis es so irgendwie in den April, wo man dann so wirklich denkt, oh, jetzt kommt die Sonne, jetzt hat sie schon Kraft. Wir kennen das doch alles, sobald der März da ist, wie oft hört man, oh, die Sonne hat aber schon viel Kraft, ja, weil wir uns alle danach sehen. Und das ist so ein Zeitfenster, wo ich sagen würde, so Februar bis Mitte März, 6 Wochen, Vorfrühling und dann kommen wir in den Vorfrühling in Deutschland. Ja, würde ich auch, wäre für mich auch so erstrebenswert. Total das cool, so weil jetzt sind die Kinder auch aus dem Haus, da könnte ich das machen. So. Kann von überall aus arbeiten mittlerweile, ja sowieso. Corona hat das ja nochmal beschleunigt. Genau. Ja, hat auf jeden Fall was für sich. Ich würde trotzdem keine Immobilie deswegen erwerben, sondern muss man ja nicht unbedingt. Na, 6 Wochen. Ne? Das ist eine Verantwortung. So, ne? Genau. An manchen Stellen im Buch habe ich gedacht, jetzt beschreibt der Thomas anders sich ein bisschen dievenhaft. Und auf der anderen Seite nimmst du dich an manchen Stellen auch wieder stark zurück. Da ist so eine Szene in Kiew, wo du überhaupt keine Lust mehr auf die Tour hast. Plötzlich laufen Kakerlaken durchs Zimmer und so weiter. Und du sagst, ich will ja nur weg. Und besinnst dich dann und sagst, Mensch, die Leute, die meine Konzerte hier besuchen, die haben es ja das ganze Jahr so, die müssen ja damit immer klarkommen, warum kann ich das nicht mal für 2-3 Wochen auch aushalten? Das klang dann sehr sympathisch auf mich, während du auf der anderen Seite schon sagst, du hast schon deine Macken, die wahrscheinlich auch daran befördert worden sind, dass du sehr früh sehr erfolgreich warst und dir halt Dinge leisten konntest, die sich andere gar nicht leisten können. Ja, aber da stehe ich jetzt so das ist so. Und wenn man halt eben... Wie war das? Mit dem Taxi bist du als Schüler? Als Schüler bin ich, ja, von meiner Schule, vom Gymnasium in Münster-Maifeld, bin ich dort eben nach Hause gefahren. Weil es dir leisten konntest. 3 Kilometer. Naja, weil eben der Bus nicht ging und weil beschissenes Wetter war. Und weil ich keine Lust hatte, in der Schule irgendwie, keine Ahnung, 2 Stunden zu warten, da hatte ich mir einfach nur eine Taxe. Und deine Eltern haben gesagt, sag mal... Meine Mutter hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Gut. Ja. Nein, aber natürlich. Und du sagst zum Beispiel auch an manchen Stellen, du magst Nähe nicht von Menschen, also Enge, ja, also öffentliche Verkehrsmittel zum Beispiel. Hast du gesagt, habe ich einmal gemacht, notgedrungen, wenn es irgendwie geht, nie wieder. Ich bin einmal in meinem Leben U-Bahn gefahren, ja. Und das war in London. Und das mag ich einfach nicht. Ja gut, und wenn du es dir leisten kannst, musst du es nicht machen, ist es ja in Ordnung. Ja, ne? Ja, das ist so, ich meine, okay, es ist ja niemand dazu verpflichtet, eben im Bus zu stehen. Genau. Es gibt Menschen, die müssen im Bus, das ist das einzige Verkehrsmittel, was sie vielleicht haben, um von A nach B zu kommen. Und ich muss da jetzt nicht Entschuldigung sagen, nur weil ich es nicht Ich fand es sogar sympathisch, dass du das so beschreibst. Und ich habe mich dann am Ende auch gefragt, oder ich habe mir gesagt, dass man es schafft, wenn man so viel in der Öffentlichkeit steht, recht gut verdient. Und es gibt ja genug andere Beispiele, wo die Leute drogensüchtig werden, wo die völlig abdrehen, wo die völlig, ich sag mal, unausstehlich werden aufgrund ihres Erfolges und Geldes. Das scheint dir gelungen zu sein, dass das nicht zu werden. Ja, das ist immer, also das verstehe ich nicht, weshalb man seinen Charakter so verändert, nur weil man plötzlich... Aber du hast es ja erlebt, du hast es ja mit deinem Partner Dieter Bohlen erlebt. Der war ja am Anfang auch nicht so, oder? Naja, der war eigentlich immer so. Okay. eigentlich war der immer so. Naja, du hast es aber im Buch nur in der freundlichen Phase hat er sich zurückgehalten. Okay. Also er hat mich irgendwie dann sich...
geoutet, sondern... Aber zumindest hat es der Erfolg es sicher verstärkt, sagen wir es mal so, ne? Die Möglichkeiten, die man dadurch ja, hat. Ja, ja, ja. Und das ist ja etwas, was, was die Menschen ja auch zum Teil, sprich, also die Öffentlichkeit meine ich jetzt damit, selbst schuld ist. Weil sobald jemand erfolgreich ist und sobald jemand in der Öffentlichkeit steht, wird er sofort anders behandelt, als wenn jemand, der nicht in der Öffentlichkeit steht, also ja, nennen wir es jetzt mal, ohne es werden zu wollen, ein Normalbürger oder eben ein öffentlicher Bürger, also nicht öffentlicher und öffentlicher Bürger. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine Meinung von vielen, der muss sich deshalb mehr gefallen lassen, oder? Ja, das stimmt so. Ja, also Privatsphäre wird eingeschränkt, auch, sagen wir mal, dass man schlecht über jemanden spricht, muss derjenige einfach in Kauf nehmen. Du hast es ja erlebt mit einer, sagen wir mal, beleidigenden Kritik teilweise, wo du auch gegen vorgegangen bist. Und dann wird dir, wenn du dagegen dich wehrst, wird dir das auch noch negativ ausgelegt. Also du kannst ja praktisch machen, was du willst. Man kann du machen, es immer was falsch. Da musst du dir ein dickes Fell. Da musst du ein dickes Fell Aber was ja spannend ist, finde ich, und da kommen wir vielleicht jetzt hier zu einem schönen Abschluss. Wir sind ja ein Koblenz-Podcast und du hast dich ja bewusst irgendwann entschieden, hier in Koblenz doch deinen Lebensmittelpunkt oder Schwerpunkt oder wie auch immer man das Ruhepol zu haben. Ne? Auch wenn du viel, viel, viel unterwegs bist, ist es ja doch hier so der Kraftort so ein bisschen, habe ich dich verstanden. Ja, weil es einfach schön ist und weil ich hier halt eben eine gute Zeit habe und weil ich mich hier auskenne und weil es am Ende Heimat ist. Ja. Müssen wir ja nicht groß drum rumreden. Ja, ist so, ne? Ist so. Mhm. Das geht mir auch immer so, wenn ich in Regionen bin, die ich persönlich als landschaftlich weitaus schöner empfinde. Sagen wir mal, Dolomiten war ich jetzt vor kurzem oder ganz Bayern ist teilweise wirklich ja wunderschön von der Landschaft her. Und da denke ich immer, würdest du denn jetzt umziehen wollen? Nee, würdest du nicht, weil hier ist es auch total schön und hier ist eben dein soziales Umfeld. Ne? Ja, wir kriegen es ja nicht mehr so mit. Es ist immer nur, wenn Leute von außen kommen, die sagen, oh, ihr lebt aber schön hier. Ja gut, ich bin im Bereich tätig, wo ich sozusagen dafür verantwortlich bin in meiner Agentur, die Schönheiten auch zu zeigen nach außen hin, also sei es jetzt durch Fotos oder durch gutes Marketing. Deswegen mache ich mir das immer wieder neu bewusst. Ja, aber ist richtig, die meisten, denen ist gar nicht so, die meisten wissen auch gar nicht aus Koblenz, was so im Umkreis von 50 Kilometern alles noch zu entdecken ist. Ne? Also, stimmt. Da ist eine Menge und viele schaffen es manchmal gar nicht so irgendwie nur den einen Fluss zu überqueren. Ne? Sagen wir mal so, wir haben in Deutschland, wir sind ja wirklich gesegnet damit, dass wir ganz, ganz viele schöne und auch ganz viele unterschiedliche Ecken haben. Also wir sprechen jetzt nicht nur halt eben von den Alpen und von den Bergen und dann, wie es ist an der Ostsee. Mhm. Alleine Ostsee und Nordsee haben ja schon riesige Unterschiede. Ja. Also wir haben wunderschöne Städte, trotz halt eben allen Nachkriegswehen und sowas, die wir haben. Das ist nun mal so, dass wir halt eben in einer sehr, sehr schönen Gegend sind. Und ich gehe so weit, dass ich sage, hätte ich in Deutschland eine Wettergarantie, hätte ich wahrscheinlich kein Haus auf Ibiza, sondern ich hätte dann noch ein weiteres in Deutschland, wo ich mich halt eben zurückziehen kann, weil ich Deutschland wirklich sehr liebe. Und das geht halt eben auch über auf Koblenz. Ich fühle mich hier wohl und ich mag auch die Menschen und ich glaube, die mögen dich auch überwegend, weil ich habe das die Beobachtung, dass man dich dass man dich in Ruhe lässt so ein bisschen. Ja, das stimmt. Also die Leute gucken immer und wenn ich im Supermarkt bin, hallo, ja, anders und sage, ja, guten Tag. Ist ja alles schön und gut, aber man lässt mich in Ruhe, weil sie sich ganz klar sagen, wenn ich den heute nicht am Autogramm anspreche, dann irgendwann in den nächsten paar Wochen, weil ich sehe den ja wieder. Ich bin ja jetzt niemand, der sich abschottet. Ich gehe ja ganz normal, mache ich ja meine Einkäufe oder geben meine Restaurants hier in Koblenz und machen meine Erledigungen und das gehört für mich einfach zum Leben dazu. Mhm. Und ich fühle mich einfach wohl hier. Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss. Mhm. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.